Es ist heiß und das kann nur eins heißen, denn es ist Sommer. Und in diesem Sommer, in diesem Jahr findet ja die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien statt, wie wir alle wissen. Und zu diesem Thema haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Ein Fotoshooting zum Thema World Cup Beauty 2014. Ich habe es schon ein paar Mal angekündigt. Ja, und heute ist es soweit. Wir möchten euch das Ergebnis zeigen. Wir möchten euch einige Fotos zeigen. Und natürlich möchten wir euch heute die Fotografin vorstellen. Linda Rachfall, kommst du bitte? Hallo. Hallo. Ja, Thema World Cup Beauty 2014. Ich habe es ja schon ein paar Mal angekündigt. Um was geht es denn da genau in diesem Shooting? Also im Allgemeinen ist es wirklich das, was du schon gesagt hast. Ich habe dran gedacht, Brasilien, Sommer, Hitze, Badewetter und habe überlegt, wie kannst du das jetzt mit Fußball verbinden, weil ich fand die Kombination einfach so toll. Ich wollte nicht sowas machen, wie andere machen, vielleicht auf dem Fußballplatz oder so, sondern ich wollte wirklich Elemente des Sommers nehmen, wie zum Beispiel eine Taucherbrille, eine Badekappe und sie quasi mit Elementen des Fußballs verbinden, wie halt den offiziellen WM-Ball als Beispiel. Für alle die, die sie vielleicht schon erkannt haben, ja, sie ist diejenige, die auch bei uns die Off-Stimmen immer gesprochen hat, ganz am Anfang der Beiträge. Du hast es schon angesprochen, die Utensilien, die ihr benutzt habt, aber zu einem richtigen Fotoshooting gehört natürlich auch ein passendes Model. Wen habt ihr euch dann da gegriffen und wie habt ihr danach entschieden? Genau, also ich habe gesucht und habe überlegt, okay, wer könnte passen. Und wichtig war es für mich, weil wir das halt auch wegen Sommer halt im Bikini machen wollten. Nicht nur, dass halt eine passende, schöne Bikini-Figur dazugehört, ne? Sondern dass dieses Model auch vor allem Fußball liebt. Dass sie Fußball schaut, dass sie mit Deutschland, mit unserer Mannschaft mitfiebert und dass sie vor allem auch wandlungsfähig ist und eine Ausstrahlung hat. Ja, und das habe ich praktisch in Jane gefunden und ja, hat Spaß gemacht. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie bist du denn da vorgegangen? Was hast du da genau gemacht mit dem Shooting? Also im Allgemeinen, ich werde immer gefragt, wie fotografierst du, welche Kamera benutzt du? Und also ich fotografiere mit einer D700 Nikon und ich wollte wirklich einfach nur das Licht nutzen, praktisch was da halt ist, das Tageslicht. Und wir haben auch noch einen Reflektor benutzt, damit man sie einfach im Gesicht besser aufhellen kann und so ein bisschen abheben. Und wir hatten halt eine Visagistin auch dabei, das war Tina Fischbach. Also es sollte eine kleine Serie entstehen zum großen Thema World Cup Beauty 2014. Und das erste war quasi der Gastgeber. Also Brasilien sollte vorgestellt werden. Das haben wir einmal gemacht durch die Farben. Einfach die Farben Grün und Gelb haben wir uns da rausgepickt. Und sie sollte ein Bikini anhaben, im Sand sitzen bzw. liegen, den offiziellen WM-Ball dazu haben und wurde auch praktisch passend geschminkt mit den Farben Grün und Gelb und auch gelber Schmuck, halt sexy wirkend, aber auch sehr sportlich. Also auf jeden Fall ein Augenfang für die Männer. Ja, natürlich. Dann sollte ein zweites Bild entstehen, Deutschland als Herausforderer. Also wir wollten Deutschland gezielt darstellen. Und da haben wir uns praktisch beim Shooting-Ort haben wir uns einen Steg ausgewählt, wo sie dann stand oder halt hoppte. Und sie bekam einen schwarzen Bikini an und die Deutschlandfahne und wurde dazu wieder passend gestylt. Praktisch goldenes Make-up um die Augen rum. Etwas dezenter, nicht ganz so wie bei dem ersten Bild. Bei dem dritten Bild, was entstehen sollte, da war das Thema die Halbzeitpause. Und da war es halt einfach wichtig, nicht immer nur die Länder zu zeigen, sondern auch mal zu gucken, was machen die Fußballer halt in der Halbzeitpause. Es ist ja klar, sie werden gecoacht und kommt nochmal der Trainer. Aber es ist ja auch vor allem nochmal die Zeit, so ein bisschen runterzukommen, nochmal ein bisschen in sich zu horchen. Und das wollten wir einfach umsetzen. Und das letzte Bild in der Serie, das ist auch nochmal ganz am Anfang so eigentlich so ein Startbild, der Anpfiff. Und das ist nochmal, ja, das ist nochmal ein bisschen intensiver. Da passiert einfach mehr, weil sie hat eine Badekappe aufbekommen und eine Taucherbrille. Da haben wir uns diesmal nicht so auf die Farben vom Fußball konzentriert, sondern es sollte vor allem sehr kontrastreich sein. Lippenrot, einen blauen Lidstrich. Ja, und das waren so die vier Bilder, die wir uns dabei gedacht haben. Klingt sehr interessant, ne? Da sind wir schon mal gespannt. Wir freuen uns natürlich schon auf die Europameisterschaft 2016, hoffen, dass da das Wetter ähnlich gut wird und vielleicht kriegen wir da ein Eurocup Beauty 2016 hin. Bleibt abzuwarten. Wie gesagt, ihr erfahrt es natürlich auf meinem Kanal als erstes. Und ja, vielen Dank, Melinda, für diese wunderschönen Eindrücke. Danke. Und ja, wir schauen direkt zum nächsten Thema.